Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen im schönen St. Wallen. Ihr seid gerade richtig, um den Sonnenaufgang hier am frühen Morgen mitzuerleben. Den Sonnenaufgang über der Stadt und über den neuen Plattenbauten, die ich hier schon sehr bewundere. Und mit großer Faszination beobachte ich diese Person, die hier diesen schönen Morgen im Schatten der Plattenbauten verbringt. Und die Sonne nicht so wirklich genießt. Es gibt sicher schönere Orte in dieser Stadt an diesem Morgen. Nun gut, wir lassen uns davon nicht runterziehen, sondern beschäftigen uns mit den schönen Dingen der Stadtentwicklung. Wir kommen gleich zu dem großartigen Thema Nahverkehr, Busse und so weiter. Aber vorher will ich noch was anderes machen. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, so ein paar Wohnviertel und Gebäudezeilen, die mir nicht richtig gut gefallen, wo man vielleicht was tun kann. Ich will zumindest das mal ausprobieren. Im Übrigen, wir sind schon gleich beim nächsten Meilenstein und dann kriegen wir schon wieder so viele Dinge neu, die wir tun können. Dabei haben wir noch kaum was von dem alten Meilenstein hier abgearbeitet. Aber ich würde sagen, wir lassen uns nicht stressen. Ich mache das hier ganz gemütlich weiter. Ich möchte mir wirklich alles ganz genau anschauen. So, also, worum geht es jetzt bei diesem Thema, was ich eben angesprochen habe? Und zwar haben wir ja eigentlich diese schönen Häuserzeilen, ihr seht sie hier, ne? Die finde ich ja wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Aber das Problem ist, dass hier an den Ecken das wirklich nicht gut aussieht und gut funktioniert. Schaut euch das mal an. So würde das niemals gebaut werden, dass man hier direkt in die Gärten reinschauen kann. Das würde dann irgendwie so eine Ecksituation geben. Aber ich habe mir überlegt, das kann man vielleicht hinbekommen, indem man mit den Zonen das ein bisschen anders gestaltet. Das will ich jetzt mal probieren. Und zwar, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen jetzt hier die Wohnhäuser mit mittlerer Dichte und machen die Ränder, gestalten wir so. Einmal und dann hier hinten zum zweiten. So, das heißt, die müssen jetzt ausziehen. Das wird alles neu gebaut und wir gucken mal, wie das dann aussehen wird. Und das machen wir hier auch. Hier nehmen wir nur zwei Zeilen. Mal gucken, wie das werden wird. Jetzt habe ich da drei genommen. Na gut, dann ist es eben so. Und hier zwei und da auch zwei. Und irgendwo haben wir, glaube ich, die noch gebaut. Naja, schaut mal hier. Da nehmen wir mal gleich die drei mit. Und auf der anderen Seite die zwei. So, und das werden wir mal beobachten und gucken, was daraus entsteht. Schaut mal hier, das sieht doch schon richtig gut aus, als ob hier direkt dann an die Wand gebaut wird. Das ist doch genau das, was wir eigentlich damit erreichen wollten. Wir beobachten das. Sehr schön. So, das nächste ist jetzt Thema Busnahverkehr. Ich habe in dem Zusammenhang mal so ein bisschen über die Verkehrsachsen nachgedacht in unserer Stadt. Und eine Sache ist mir deutlich geworden. Wir haben natürlich einmal diese große Achse, die ist ja auch schon vierspurig, zumindest bis hier. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass diese Achse auch noch an Bedeutung gewinnen wird. Und hier im innerstädtischen Bereich ist die nur zweispurig. Und ich glaube, da müssen wir was machen. Die werden wir auch vierspurig machen. Das kann man sehr schön mit diesem Ersetzen-Tool hier. So, jetzt ist es aber so, man muss sich entscheiden, welche Seite man jetzt quasi ersetzt. Und hier ist die Klinik. Die will ich jetzt nicht irgendwie woanders hinbauen. Das heißt, wir werden auf die rechte Seite gehen. Es wird dann ein bisschen versetzt sein mit dieser Straße, was ich nicht so schlimm finde. So, die Häuser werden dann neu gebaut. Ist halt so. Müssen sie mit klarkommen. Auf der Seite tut es ein bisschen weh, weil die da eigentlich sehr schön stehen. Aber ist nicht zu ändern. So, jetzt wird da auch neu gebaut. Und dann habe ich mir überlegt, schaut mal, das hier sieht irgendwie jetzt komisch aus. Und da könnte man doch so ein... Na, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Ich mache es einfach mal. Ihr werdet es sicher wieder erkennen. Das gibt es häufig so im Stadtbild, habe ich das Gefühl. Wir werden mal versuchen, hier eine Straße anzubinden. Schaut mal, so. Und dann gibt das hier so ein Dreieck. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das lassen wir so. Und hier ist ja ein schöner Ort eigentlich, um irgendwie so ein kleines Denkmal zu setzen oder so. Haben wir aber nicht oder noch nicht. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber wir können ein bisschen Bäume pflanzen. Ich würde mal sagen, wir pflanzen eine Edelkastanie hier in die Mitte dieses Dreiecks. Die Bäume wachsen übrigens auch mit der Zeit. Erst, also sie starten klein. Und drumherum setzen wir vielleicht Birken.
Wobei ich das ein bisschen schade finde. Schaut mal, hier gilt das schon als überlappend. Man kann da jetzt nicht hier noch eine Birke dazwischen packen. Also das Spiel ist da sehr streng. Hier kann ich jetzt tatsächlich nur 4 Bäume machen auf dieses Feld. So, okay. Ich sehe gerade hier die Schatten. Flackern so ein bisschen merkwürdig. Das ist häufig bei diesen Zäunen der Fall. Seht ihr das? Flackern? Das wirkt ein bisschen unruhig. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dieser bewegenden Sonne zu tun, die an sich ja eine coole Sache ist. Okay, gut. Also, da haben wir ein bisschen die Straßenführung verändert und dann kommen wir mal zum Thema Busse. So, als erstes benötigen wir ein Busdepot dafür. Das finden wir hier. Ein Depot, in dem Busse betankt und gewartet werden. Jedes Fahrzeug kommt in regelmäßigen Abständen in das Depot, um betriebsbereit zu sein oder zu bleiben. Kann mit einer zusätzlichen Garage und E-Bussen aufgewertet werden. So, ich habe mir überlegt, wir werden dann in diesem Bereich so ein bisschen die städtischen Dienstleistungen bündeln und das vielleicht hier platzieren. So, und damit haben wir auch schon den nächsten Meilenstein freigeschaltet. Aber wisst ihr was? Das ignorieren wir jetzt einfach mal völlig. Ich habe noch wirklich noch nicht mal die Hälfte der Sachen von Meilenstein 4 mir angeschaut. Wir machen einfach weiter. Wir gucken uns erstmal dieses Busdepot an. Okay, wir haben hier so diverse Container. Wahrscheinlich hier zum Tanken. Und ein großer Parkplatz für die Busse. Sehr cool. Ein paar Büros da sicher drin. Wartung. Ja, diese Gebäude sind schon sehr, sehr schön gestaltet, muss man mal sagen. Okay, also von dort fahren die Busse los. Aber wir brauchen natürlich jetzt eine Linie. Und dafür wiederum brauchen wir Bushaltestellen und wir können, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können eine Busstation machen, das ist so ein, wie so ein Busbahnhof. Ziemlich teuer, ist sicher auch sehr cool, aber ist jetzt irgendwie für unsere Stadtgröße meines Erachtens noch nicht so geeignet. Achso, die Frage ist überhaupt, wo machen wir jetzt eigentlich eine Linie oder Linien? Was ist jetzt hier eigentlich der Plan? Ich finde, es gibt nicht so richtig super gute Tools, um jetzt da einen Eindruck zu bekommen, wo sind die Verkehrswege. Also der Verkehrsfluss ist, glaube ich, ganz gut. Man sieht auf jeden Fall, dass hier diese zentrale Achse viel befahren wird. Hier ist auch viel Verkehr. Da hinten interessanterweise. Ja, aber wie jetzt wirklich die Bewegungen von wo nach wo sind, ist ein bisschen unklar. Aber das kann man sich eigentlich relativ schnell erschließen, weil Leute haben ja so einen Tageslebensrhythmus. Also sie fahren halt zur Arbeit und in die Geschäfte. Und wir haben hier die Industriebetriebe, da werden die meisten arbeiten. Die Geschäfte sind hier, naja, ein bisschen dort und so weiter. Und dann haben wir natürlich die Institutionen, Schule, Sozialamt, die dann noch vielleicht eine Rolle spielen. Ich werde es mal relativ einfach halten. Ich werde mal sagen, wir werden eine Linie ganz simpel durchziehen von hier hoch ins Industriegebiet und zurück. Fertig. Die können ja dann einsteigen, wo sie wollen. Und eine zweite Linie machen wir erstmal, ja, hier vielleicht von den Wohngebieten hier hinten in diese Richtung. Nennen wir es mal so Schulbus, weil hier die beiden Schulen sind. Vielleicht auch von den Plattenbauten oder von dort. Müssen wir mal gucken. So, um diese Linien sauber zu bauen, die Busse müssen ja am Ende wenden. Und ich habe keinen Bock, dass sie ewig über um die Blöcke fahren. Werde ich hier Folgendes noch machen. Ich werde hier nochmal diese Straße verlängern. Hierhin. So, da werden einfach die Häuser abgerissen. Und wir werden dann hier hinten für den Bus extra einen Kreisverkehr machen. Der kann dann dort wenden. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Zack. So, und damit können wir jetzt die Bushaltestellen platzieren. Wir nehmen Häuschen. Und starten hier unten, würde ich sagen. So, machen wir mal jeweils auf beiden Seiten was. Machen hier beim Friedhof weiter. Was allerdings zu beachten ist, das finde ich schon ziemlich krass. Ihr seht es, die Bushaltetasche finde ich viel zu groß. Hier werden jetzt die halbe Straße, da werden jetzt die Parkplätze weggenommen.
Das finde ich mega krass. Gefällt mir nicht ganz so gut. So, also hier auch alle Parkplätze dadurch jetzt weg. Wo machen wir weiter? Wir machen hier bei den Einkaufsmöglichkeiten weiter. Und dann hier im Industriegebiet. Die Frage ist, ach komm, machen wir hier ein, noch ein. Auch hier die ganzen Parkplätze weg. Jetzt verstehe ich langsam, warum man vielleicht doch dann Parkplätze benötigt irgendwo. Und hier hinten. So. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir die Linie basteln. Und wir starten hier unten. Das ist das Linientool und das ist sehr simpel gehalten. Einfach Bushaltestelle von Bushaltestelle anklicken. Manchmal ist ein bisschen fummelig, aber geht schon ganz gut. So. Und ihr seht, schön, der Kreisverkehr wird wunderbar genutzt. Der Bus kann da super wenden. Und dann sind wir, glaube ich, gleich unten angekommen. So, ich muss kurz mal... Naja, wir machen das erstmal fertig. So, und dann geht es da wieder von vorne los. Damit ist die Linie gebaut. Ich ändere mal hier den Radiosender. So. Jetzt müssten hier eigentlich Busse losfahren. Ja, da kommt er raus. Ja, sehr cool. Sehr schön. Ganz gemütlich. So, und mit den Linien kann man jetzt noch ein paar Sachen machen oder sich zumindest die Sachen angucken. Wenn man auf so einen jeweiligen Bus klickt, dann kommt man nämlich auch gleich auf die Liniendetails. Man kann die Buslinie... Ach, schaut mal, man kann auf die Linie selbst gehen und man kann die Linie natürlich benennen. Man sieht hier diverse Statistiken, man kann den Ticketpreis anpassen. Man kann die Fahrzeuge zuweisen, wie viele da fahren sollen. Und man kann sagen, ob sie den ganzen Tag fahren sollen oder nur Tages- oder nur Nachtlinie oder so weiter. Und man kann die Farbe entsprechend anpassen oder dann auch entsprechend die Linie löschen. Ich persönlich muss sagen, das ist echt allgemein der liebste Teil, den ich bei solchen Simulationen habe. Dieses ganze Managen des öffentlichen Nahverkehrs und der Linien finde ich ganz großartig. Es gibt hier auch schönen Linienmanager, wo man sich das dann auch mal in der Übersicht anschauen kann. So, um das jetzt noch zu toppen, können wir jetzt noch mal Folgendes machen. Auf den vierspurigen Straßen vielleicht, vor allem, ist es jetzt möglich, direkt so Buslinien einzurichten und Taxilinien. Und das kann man, glaube ich, über ersetzen, quasi rauflegen. Wir gucken uns das mal an, wie das dann aussieht. Ja, schaut mal. Wir machen das mal überall. Ich finde das nämlich irgendwie ziemlich cool. Ich glaube, die Linien... Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe die PKWs dann trotzdem auf der Linie fahren. Wir müssen mal beobachten, wie jetzt der Verkehr sich dadurch irgendwie verändert. Jetzt kommen erstmal die Busse. Und was ich auch nicht weiß, was passiert, wenn man so eine normale zweispurige Straße entsprechend umrüstet. Fahren denn dann nur Busse? Das will ich eigentlich nicht. Das machen wir mal nicht. So, wir beobachten mal hier den Verkehr. Schaut mal, der fährt auch auf dem Bus- und Taxistreifen. Während die sich jetzt hier ganz brav dran halten. Oh, schaut mal, der Taxi zieht richtig vorbei. Okay, das funktioniert, ne? Oh, das ist cool. Ich liebe das. Taxi fährt hier aber nicht auf der Taxispur. Bildet sich natürlich gleich hier ein Stau, ne? Ist so eine Sache. Polizei fährt direkt mal hier auf. Also manchmal wird das genutzt von den normalen PKWs. Bin mir nicht ganz sicher. So, wir verfolgen jetzt mal den Bus. Wir sehen, er hat immerhin schon 4 Passagiere. Bleiben wir mal ein bisschen dran hier. Am Bus. Ah, kleine Mitfahrt. So lernt man die Stadt auch immer ganz schön kennen.
weiß, wo die Probleme liegen und so weiter und so fort. Aber die Ampel ist ja hier auch so eine Sache, ne? Und da geht's los. So, er nutzt jetzt auch gut die Busspur. Kann zumindest bis zur nächsten Ampel schön vorbeiziehen. Und da haben wir schon die Haltestelle. Und da stehen ja schon einige Leute. Ja, cool. Wow, wie viel steigen da ein? Da sind jetzt schon 17 Passagiere drin. Aber das ist natürlich, ich sehe gerade hier, dieser Ampelverkehr ist so eine Sache. Ist die Frage, man könnte die Ampeln wegnehmen und quasi so nur an den großen Kreuzungen die Ampeln haben und ansonsten so einen Vorfahrtsverkehr organisieren. Das wäre möglich. So, auch hier ordentlich. Hier ist ordentlich was los. Ich hoffe, ihr habt die Geduld, dass wir einmal bis hinten durchfahren. Ich liebe ja sowas. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht... Also, ich bin mir nicht sicher, ob in so einer Situation jetzt diese Spur gut ist. Es scheint so zu sein, nur die Rechtsabbieger nutzen dann die Busspur, wenn sie abbiegen müssen. Ansonsten, wenn sie geradeaus fahren, nehmen sie, glaube ich, dann den anderen Streifen. Oh Gott, das war ja eine harte. Ah, schaut mal, hier steigen viele aus, weil sie vielleicht jetzt einkaufen gehen wollen oder zur Arbeit fahren wollen. Und da sind wir dann an der Endhaltestelle. Wo auch schon ein paar Leute warten. Ja, cool. So. Und das bringt mich jetzt, wie gesagt, auf die Idee, mal über diese Ampel nachzudenken. Ob das irgendwie sinnvoll ist. Hier, das sind ja eigentlich unwichtige Nebenstraßen. Man kann nämlich das so ein bisschen im Detail steuern. Wisst ihr was, das kann man erst machen, wenn man hier Folgendes investiert. Pass auf, das machen wir jetzt. Und zwar, wenn wir bei Straßen in Richtung erweiterten Straßendienst gehen. So, in dem Moment haben wir nicht die Möglichkeit, schaut mal, über Stoppschilder und so weiter zu agieren. Du kannst jede Ampel dann im Detail, also jede Kreuzung im Detail steuern. Du kannst zum Beispiel sagen, das soll jetzt keine Ampel, Kreuzung sein. So, aber wir müssen von hier kommen, hier sollen die Stoppschilder sein. So, das heißt, die müssten dann einfach Vorfahrt haben. Und hier machen wir das auch. Das allerdings ist auch so eine Zentrale. Ich denke, da brauchen wir eine Ampel. Guck mal, ob sich das hier noch an anderen Kreuzungen lohnt. Hier vielleicht. Ach so, wartet mal, das sind Stoppschilder in alle Richtungen? Okay, das habe ich jetzt anders. Ich dachte, wir hätten irgendwie ein Hauptstraßensystem dann. Das ist ja dämlich. Das ist dann einfach rechts vor links, oder? Ich meine, sowas gibt es ja gar nicht. Stoppstraßen an allen vier Kreuzungen? Hä? Wie ist denn das gemeint? Ja, das ist dann rechts vor links irgendwie, ne? Also da wünschte ich mir tatsächlich jetzt einfach noch so ein Hauptstraßensystem. Oder man nutzt natürlich überall... die Kreisverkehre, ne? Die natürlich wahrscheinlich überlegen sind in bestimmten Dingen. Pass mal auf, wir beobachten das einfach mal ein bisschen. Wir lassen das so laufen. So, jetzt wollte ich ja noch hier eine zweite Linie machen, so für den Schülerverkehr. Ich denke, das machen wir auch noch. So viel Zeit muss sein. Ja, jetzt muss ich bloß überlegen, wie wendet denn der Bus jetzt hier? Hier können wir mit Kreisverkehr nicht mehr so richtig operieren, weil die Gebäude schon hier platziert sind. Hier hinten wäre das möglich. Ja, vielleicht packen wir einfach Kreisverkehr hin, dann ist das schon mal gesetzt. Und wie machen wir das? Also wir fahren jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Ja, das ist keine dolle Linie, ehrlich gesagt. Fahren einmal hier lang und da hoch. Fertig. So. Wir können ja dann schön mal vergleichen, welche Linie besser benutzt wird und sowas alles.
So, das heißt, hier hinten ist eine Haltestelle. Oder wir machen eine für beide Schulen. Machen wir nicht so viele Haltestellen. Eine da, eine da. So, dann kann man hier ein- und aussteigen. Dann kann man hier hinten ein- und aussteigen. Und hier. Und das war's dann auch schon. Wer weiß, wenn hier irgendwie noch was Neues entsteht, kann man das ja erweitern. Wenn wir überlegen, ja, wir machen hier noch einen Kreisverkehr hin, dann kann das gleich mit dem Wenden ganz gut funktionieren. So, wir beginnen hier einfach. Oh, Farbe sollte anders sein, können wir nachher noch verändern, ne? Na, da habe ich jetzt einen Wegpunkt gemacht. Wollte ich nicht, geht aber auch, auch interessant. So, und natürlich ist es sicher auch sinnvoll, irgendwann so einen zentralen, ich sag mal, Busbahnhof zu haben in der Mitte der Stadt, wo sich dann die Linien kreuzen, wo man dann umsteigen kann und solche Sachen. Okay. Gut. Kurzer Blick auf die... Nee, das war nicht die Linie. Also, da ändern wir mal die Farbe und machen da jetzt ein Rot raus. So, das heißt, die Busse müssten dann dementsprechend auch rot sein. Genau, die fahren da jetzt. Wir werden später darauf zurückkommen und uns das mal anschauen. So, jetzt hier unser Experiment. Ja, es ist nicht optimal gelungen, sagen wir es mal so. Aber es ist besser. Hier ist es sogar richtig gut, würde ich sagen. Auf jeden Fall besser als vorher. Auf der Seite ist es auch okay. Ja, kann man machen. Sehr schön. Und hier... Wie ist es da geworden? Hm, ja, hier ist ja auch... Okay, da sind auch so eine Pavillons hinten. Das ist auch nicht so doll. Und hier? Ja gut, etwas besser. Okay, kann man mitleben. Jo, so, prima. Hm, wo wir... Warte mal, eine Sache haben wir ja gerade noch gesehen gehabt. In dem Bereich, dass wir hier die... was wir eben freigeschaltet haben. Es gibt nämlich noch was hier. Also es gibt noch ziemlich viel. Man kann Zebrastreifen, breite Bürgersteige, Rasen, Bäume, Beleuchtung und solche schönen Sachen dann noch hinzufügen und verfeinern. Aber es gibt auch ein Straßenwartungsdepot. Ein Depot für das Straßenwartungspersonal sowie Werkzeuge und Fahrzeuge. Die Straßenwartung umfasst Straßenreparaturen, Schneeräumungen und Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfällen. Kann mit einer zusätzlichen Garage für eine größere Flotte an Wartungsfahrzeugen aufgewertet werden. So, insofern für den Winter sowieso wichtig. Und es ist nämlich auch so, dass hier die Straßen, die haben einen bestimmten Zustand. Und je schlechter die Straßen sind, umso langsamer fließt der Verkehr. Es kann zu Verkehrsunfällen kommen. Insofern muss man ab einem bestimmten Punkt diese Dinger einfach haben. Ja, 81% wahrscheinlich hier mehr befahren. Umso schlechter der Zustand, nee, kann man hier nicht sagen. Aber gut, so, das heißt, das bauen wir jetzt auch noch. So, mal gucken, wie groß das Ding ist. Ja. Schade, ich dachte, wir könnten das hier noch, aber das passt nicht. Hm. Bin ein bisschen am Überlegen. Wir könnten das aber, ich habe hier hinten noch Dinge vor. Eigentlich würde ich gerne diese Kreuzung weiterführen, aber es passt dann nicht sehr, sehr gut mit dem Depot. Wartet mal, ich guck mal nochmal. Können wir das... Ah doch, das passt, wenn man das dann dort platziert. Das finde ich gar nicht schlecht. Pass auf, ich ziehe schon mal die Straße, die ich später dann noch vorhatte, schon mal weiter. So, ist die Frage... Wir nehmen mal den Winkel so mit auf. Platzieren die mal hier. Und werden das Depot dann dort bauen. Jetzt sag mir nicht, das passt da unten nicht ran. Normalerweise kann man das immer so drehen, genau. Ich würde es gerne in die Richtung gedreht haben. Vielleicht schalten wir mal den Snap aus. Ja, geht doch.
funktioniert. Okay, das ist das Depot. Und auch das gucken wir uns mal an. Schöne Pförtnerkabine. Ansonsten nicht viel zu sehen. Guck mal, was es da noch vielleicht für Einstellungen gibt. Aufwertung ist einfach nochmal eine zusätzliche Garage. Ja, Effizienz hoch, Angestellte, aktive Fahrzeuge fahren jetzt raus. Oh, das ist cool. Können wir mal verfolgen, was jetzt hier gearbeitet wird. Bin ich ja mal gespannt. Arbeitsschicht wird da angezeigt. Macht er jetzt was? Der hält ab und an mal an. Ist das jetzt schon eine Wartung oder sehen wir ihn da noch aussteigen? Ich könnte mir vorstellen, das sind schon Wartungsarbeiten. Gucken wir uns mal kurz die Straße an. 96%. Ich pausiere mal. Ich gucke mir mal jetzt diese Straße an. Die ist jetzt bei 88. Wenn das nächste Mal anhält, checken wir mal den Straßenzustand. Er hält wieder an. Ja, fährt weiter. Und was ist jetzt hier passiert? 91, tatsächlich. Okay, also das Anhalten ist quasi die Wartung der Straße. Verstanden. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht für unsere Stadt. So, wir gucken weiter. Was wollte ich mir noch anschauen? Ja, was auch noch neu war mit dem Meilenstein 4 war die Produktionsübersicht. Das ist auch sehr schön. Und zwar kann man sich jetzt hier anschauen, wie es eigentlich aussteht. Jetzt hier mit den Industriebetrieben, den Rohstoffen und so weiter. Das ist ein bisschen aufgeteilt zwischen Materialien. Das sind die Grundrohstoffe, die wir hier ja auf der Karte gewissermaßen selber abbauen können. Ihr wisst, wir haben unseren Viehzuchtbetrieb. Und hier sehen wir also, was der Produkt 60,4 Tonnen im Monat und erwirtschaftet damit einen Überschuss von 37,2 Tonnen. Dieser Überschuss, der wird exportiert. Ansonsten der Rest, ihr seht es gerade an der Grafik, ne? Der Rest wird für die Verarbeitung für bestimmte Industriebetriebe benötigt. Ich bin mir nicht sicher, was das alles ist. Ich glaube, einmal so Essen, Fertigessen, Kleidung und noch irgendwas anderes. Leider sieht man da keine Werte. Das fände ich cool, wenn es noch ein bisschen genauer wäre. Naja, okay, auf jeden Fall decken wir den Bedarf unserer eigenen Industrie mit Nutztieren. Das ist sozusagen die entscheidende Information. Ich bin mir nicht sicher, ob es von Nachteil ist, wenn man über den Bedarf wirtschaftet. Eigentlich ja nicht. Wobei ich gelesen habe, dass halt die Betriebe lieber lokal verkaufen, weil die Transportkosten dann natürlich geringer sind und die Gewinne höher. Wir sehen aber, das scheint hier wirklich gut zu laufen. Die Stufe steigt immer mehr an, aber auch das ein bisschen schade. Das Gebäude scheint sich nicht zu verändern mit höherer Stufe. Und ja, der Mähdrescher, der hier so ein bisschen unmotiviert rumfährt, das ist auch ein bisschen fragwürdig. Da hätte man schon ein bisschen mehr Liebe geben können, wenn ich jetzt an Workers and Resources denke, wie da die Felder bewirtschaftet werden. Aber man sieht hier immerhin die Tiere. Das ist wiederum nett. Naja, Schafe und Kühe, Pferde. Das ist allerdings ein bisschen wild durcheinander. Gut. Er fährt hier auch durch die Gegend. Okay, also das ist diese Übersicht. So, und was wir hier sehen, ist, dass wir hier auch deutliche Defizite haben, logischerweise, im Bereich Stein, im Bereich Gemüse und im Bereich Getreide. Außer ein bisschen Holz. Und wir können ja schon neue Produktionen machen. Und ich denke, dem widmen wir uns jetzt mal. Wir werden ein bisschen unsere Produktion ausbauen. Ich bleibe mal streng bei den Meilensteinen. Wir haben dazu bekommen Holz und Getreide. Und Stein konnten wir schon. Vielleicht machen wir mal diese Sachen. Wie sieht es aber eigentlich aus mit unseren Arbeitskräften hier? 1800, 1990 insgesamt.
Okay, es gibt offene Stellen. Das heißt, wir müssen eigentlich mal nebenbei mal ein bisschen für Einwohner sorgen. Ja. Wo machen wir das am besten? Wir haben hier noch einen Bereich. Der Bedarf. Oder, also es gibt Bedarf hier mittlere Dichte und geringe Dichte. Wir gucken mal. Hier ist nämlich jetzt mit dem anderen Meilenstein was sehr Cooles dazugekommen. Nämlich gemischte Wohngebäude. Das finde ich richtig toll, wo man unten Gewerbeflächen hat. Wisst ihr was? Das werden wir jetzt gleich mal machen. Und da habe ich mir überlegt, das würde ich gerne auf jeden Fall an den großen Straßen haben. Da finde ich das passend. Das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen ganz schön eingreifen und umbauen. Ich glaube, ich werde wirklich hier weitestgehend das verändern. So, das haben wir ja nur gerade umgebaut. Lass ich mal. Ich gehe jetzt hier mal richtig massiv rein. Wir werden das mal hier machen. Offenbar ist der Bedarf an Plattenbau nicht so groß. Gehen wir mal hier hinten noch rein. Ja. Dann, ja, da will ich irgendwann noch mal eine Straße wahrscheinlich noch weiterziehen. Ja, ich habe mich auch nicht sauber gearbeitet. Das wird wahrscheinlich auch ein Problem hier mit der Straße. Gut, das kann man im Zweifel noch mal ein bisschen umverteilen. Ja. Ja, wir gucken uns die erstmal vielleicht an. So, also der Bedarf an mittleren Wohnraum, der ist gewissermaßen gedeckt. Dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden jetzt hier noch ein paar Zonen bauen. Indem wir hier ein paar kleine Straßen hin zum Ufer machen. Die aber so eine reine Sackgassenstraßen sind. Und die Frage ist, nimmt man dann einen anderen Straßentyp? Nö, machen wir es mal so. Die machen wir vielleicht einfach geradeaus. Und dann machen wir hier noch eine, auch so eine für so ein Wohnviertel. Dann gehen wir in diese Richtung weg. So. Und die dienen jetzt wirklich nur geringe Dichte zum schönen Wohnen. Im Uferbereich. So, ich hoffe, das wird jetzt nicht so radikal terraformt. Wir gucken mal. Aber wir kommen dem Bedarf jetzt hier mal nach. So. Okay, also damit kommen dann auch neue Arbeiter in die Stadt und wir können uns jetzt tatsächlich mal um diese Sachen kümmern. Wir schauen uns an die natürlichen Ressourcen. Hier ist Wald. Das ist Getreide hier. Also das ist fruchtbarer Boden, Landfruchtbarkeit. Und Steine kann man überall hin machen. So, und insofern ist jetzt eigentlich der Moment gekommen, wo wir unser Stadtgebiet mal erweitern. Und ich denke, wir werden hier hinten das Getreide nutzen. Ja, das heißt, wir kaufen mal. Wir gehen hier in die Kartenfelder rein und können jetzt einfach, wir haben ja, können ja 25 Felder kaufen, ist kein Problem. So, wir sagen jetzt einfach mal, diese 6 Felder wollen wir haben. Kostet uns 64.000. Man sieht auch sehr schön, was hier für ein Vorkommen ist. Wird gekauft und dann wollen wir diese 4 hier haben. So, wird ebenfalls gekauft. Gut, und ja, dann beginnen wir mal mit noch einem Bauernhof. Und ich bin am Überlegen, ob wir nicht 2 Höfe hier platzieren. Ich habe auch keinen Bock, jetzt hier eine Autobahnabfahrt extra für die Bauernhöfe zu machen. Wir werden das irgendwie hier mit anbinden und dann mal schauen, ob das funktioniert. Einfach Erfahrung sammeln. Also, Getreideanbau. Wir haben jetzt dieses Gebiet. Ich meinte, ja, es reicht eigentlich, einen Hof hier in die Mitte zu platzieren, oder? 2 ist dann doch ein bisschen übertrieben. So, die Straße nach vorne weg. Ja, was mir auch nicht wirklich gut gefällt, ist dieser Umkreis.
Das wirkt irgendwie sehr unnatürlich. Vielleicht auch, weil das unnatürlich wirkt, mache ich mal doch zwei. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Achso, ich muss jetzt erstmal... So, weil man würde jetzt normalerweise bis zum Kreis und so weiter gehen. Aber ich will die Grenzen... Das sieht mir irgendwie so künstlich aus. Ich mache die Grenzen jetzt einfach mal gerade. Entfernung zu... Achso, ich bin da außerhalb des Kreises. So. Okay, das ist Nummer 1. Und Nummer 2 machen wir hier hin. Der deckt den Rest ab. Achso, Straße geht nach vorne raus. So, wir machen das wieder hier knallhart bis zur Autobahn. So, es sieht mir irgendwie so ein bisschen besser aus, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir das Ganze noch an Straße anschließen. Und dann das ganze Netz. Und da gehen wir jetzt mal hier raus mit einer Kurve. So. Und dann geht das hier lang. Man könnte natürlich jetzt über Sandstraßen nachdenken, ab einem bestimmten Punkt. Vielleicht ist das vielleicht mal eine ganz gute Idee. Machen wir nur bis hier den Asphalt. Ich meine, das ist idiotisch, ne? Normalerweise würde man das dann da durchziehen, aber wir gucken mal, wie es aussieht. Schotterstraße. Und gehen wir dann mal von hier dahin. Ja, naja. Ich lasse es mal. Auch wenn ich mich nicht hundertprozentig überzeugt bin. So, die führen wir da vorbei. Und warum? Ich glaube, das ist ein Bug. Das Gebäude ist nicht sichtbar. Davon habe ich schon gelesen, dass es den gibt. Jetzt bin ich auch mal betroffen. Es ist eigentlich da, aber es ist unsichtbar. Und was sagt er mir hier? Kein Fußgängerweg. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder das komplett irgendwie verbinden. Oder ich habe es wieder irgendwie falsch rum gemacht. Braucht eine Bürgersteigverbindung. Gut möglich, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Gut möglich, dass es auch ein Bug ist. Aber wenn ich das jetzt abreiße, muss ich alles nochmal abreißen. Gibt es einen Weg, um das zu verhindern? Wir prüfen das mal. Können wir das anders ziehen hier? Das ist eine ungültige Form. Aber ich kann ja nicht hinten mit dem Bürgersteig rangehen. Das funktioniert ja nicht. Da muss irgendwas buggy sein. Müssen wir leider nochmal machen, liebe Leute. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Versuchen wir es nochmal. Ne, wir starten wieder auf der Seite. So, das ging relativ schnell und wir sehen, es ist da. Und dann gucken wir mal, ob... vielleicht sollte ich gerade mal dahin gehen. Das macht dann vielleicht weniger Probleme. Und jetzt... Nee, das sieht dämlich aus. Da gehen wir nochmal ein Stück zurück, um das ein bisschen natürlicher anzuschließen.
So. Okay. Strom, Wasser, Abwasser dürfte jetzt auch da sein. Ja, so richtig elegant sieht das hier nicht aus. Bin mir nicht sicher, wie man es noch cooler machen kann. Hier ein Kreisverkehr. Sieht wahrscheinlich noch skurriler aus. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn man zumindest diesen Abzweig auch da rein macht. Ja. Würde ich mal behaupten. Können wir sogar gerade da reinziehen. Ja. Sieht ein bisschen besser aus, würde ich sagen. So kann man es, glaube ich, lassen. So. Naja. Und hier soll jetzt mal ordentlich produziert werden. Ist vielleicht sogar schon was sichtbar im Produktionsbild. Oh mein Gott, das geht ja hier ratzfatz los. Ein Riesenüberschuss. Im Übrigen, das hat natürlich auch Bedeutung für die Besteuerung, weil diese Unternehmen natürlich auch entsprechend Steuern zahlen. Aha, Fertignahrung war das Symbol im Übrigen. Ja, und da die jetzt nicht mehr, also da diese weiterverarbeitende Industrie jetzt nicht mehr importieren muss von außerhalb, sondern es direkt hier aus der Stadt bekommt, sind deren Gewinne natürlich auch entsprechend höher. Getreide, da kommt noch nicht viel bei rum. Nutztiere 2400. Textilien läuft ganz gut. Ja, aber ihr seht, unser Budget ist immer noch sehr, sehr fragwürdig. Aber irgendwie Arbeitskräfte scheinen dahin zu kommen. 16 von 17, das ist doch in Ordnung. Wie sieht allgemein die Arbeitskräftebilanz aus bei uns jetzt? 2000 und 1878. Ja, wir müssen doch deutlich nochmal wachsen. Ne? Dieses Gebäude ist verlassen. Da gibt es offenbar keinen großen Bedarf mehr. Oh, schaut mal. Oh ja. Das ist doch, sieht doch ganz nett aus. Das gefällt mir. Das ist ganz gut geworden. Und was wir jetzt auch mal schauen, wie sehen denn diese Gebäude aus mit den Gewerbegeschichten unten drin? Wo hatte ich die nochmal gebaut? Das sind diese hier, ne? Ja, ja, ja. Schaut mal. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon deutlich städtischer, deutlich städtischer aus. So muss eine Stadt aussehen. Prima. Gut. Ja, schön. Also, dem einen oder anderen mag das hier vielleicht ein bisschen zu detailliert oder zu langsam vorangehen. Aber genau das ist eigentlich das, was ich gerne hier erkunden wollte. Mich mit dem Detail zu beschäftigen und in Ruhe einfach das Spiel nach und nach kennenzulernen und zu überlegen oder zu sehen, was kann es, womit kann man sich langfristig auch mit beschäftigen. In welche Bereiche kann man sich so richtig rein vertiefen? Das ist das, was mich interessiert. Ja, okay, liebe Leute. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich denke, da werden wir uns nochmal mit den anderen Industriebetrieben ein bisschen befassen und mit den ganzen Sachen, die mit dem neuen Meilenstein dazugekommen sind. Außerdem haben wir noch gar nicht über die Stadtverordnungen gesprochen, Stadtbezirke und, und. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.